Wir sind live und damit herzlich willkommen zu einer erneuten Runde der Counter-Strike Global Offensive mit mir und Silvan. Hallo. Und nachher wahrscheinlich irgendwann dann Domme, wenn er Bock hat oder so. Who knows. Silvan, ich hab dir noch gar nicht mündlich so jetzt gratuliert. Alles Gute zum Geburtstag, Silvan. Danke, danke dir. Ganz lieb von dir. Und so süße Texte, die du mir geschrieben hast heute. Ja, gell, hab mir viel Mühe gegeben. Mir ist nichts Besseres eingefallen, okay, ich geb's jetzt zu. Ich fand den voll süß. Ich hab jetzt das Awesome Lineal, hier, ist das geil. Aber jetzt muss ich mal in meine Dropbox reingucken, hab's jetzt gar nicht. Vorlesen Sie. Ja, ich schick das halt ohne Absender. Ich hab übrigens geschaut, man kann's ohne Absender schicken, so wie ich's mir dachte. Nur wenn's nicht ankommt, dann krieg ich's nicht zurück, weil die ja nicht wissen, wohin schicken zurück. Aber es geht, auf jeden Fall. Also einfach, ich schreib einfach eure Adresse drauf und wenn es ankommt, habt ihr Glück gehabt. Wenn nicht, ist halt Pech. Ja, was will ich machen? Wegen dem Lineal kacke ich nicht rum. Ich hoffe, das passt wenigstens in den Briefumschlag, in den gewöhnlichen. Nee. Also wenn du so einen normalen Briefumschlag nimmst, wo du das A4-Blatt Papier falten musst, nee. Lineal ist höchstens, also es ist ein 30 cm Lineal. Nee, es ist ja abgebrochen, das ist ja das Tolle dran. Ach so. Es ist ein bisschen über 20 cm. Ja, das habe ich hier rumliegen gehabt und habe gesagt, das mache ich jetzt. Meine Güte. Ich finde es witzig. Vor allem kriege ich dann meinen ganzen Ramsch los. Den kann ich einfach immer so als Giveaway tarnen. So, hier ein Giveaway mit meinem Krusch. Oh, freu dich dran. Ich schreibe meinen Namen drauf und schon ist toll. Nee, ich find's auch so, keine Ahnung, ich glaube, die Leute finden das cool, also auf jeden Fall, der Ezio, der ist ja mega der Fanboy, das hast du noch nicht gesehen. Hast du jetzt eigentlich deine Skins? Ja, ich hab sie vorhin gesehen und hab sie auch schon rein. Gut, okay, dann. Endlich, hier, für jedermann zu sehen. Also ich bin ja jetzt Global Elite, gell, wie du weißt. Ah, ja, okay. Also, ging jetzt schneller als erwartet, aber ne. Nein, ich bin immer noch gleich so lang wie letztes Mal. Da ist Ezio auch schon wieder. Nein, ich habe keine Pizza da. Und nein, heute gibt's keinen Zwischendurch-Pizza-Ess-Stream. Weil ich schon normal gegessen habe. Habe ich dir das nicht schon geschrieben auf Twitter? Ach, egal. Oh, Tagboy ist auch da. Hi, Tagboy. Ich habe jetzt ein Lineal hier. Schau mal, da ist das Lineal. Ist das toll? Ich schreib's auf cool. Hallo. Ich habe sogar ein bisschen durchsichtig gemacht, dass nicht ganz so arg stört. Hello. Nee, hallo. Okay. Das heißt hallo. Hallo, Silvan. Hey, Silvan. Silvan hat heute Geburtstag. Wünsch ihm alles Gute. Los, wünsch ihm alles Gute, meine Güte. Nee, jetzt bin ich beleidigt, weil es nicht nach 3 Sekunden sie mir gut. Nee, jetzt bin ich beleidigt. Komm jetzt her da, du Noob, nimm mal an. Ja, Ezio, du kriegst das Lineal. Momentan mit einer Chance von 1 zu 6. Ich hab Ezio, Blaui, Elovin, Kaka, Wolfi und Night Army im Moment drin. Bist auch. Dann musst du mir schreiben auf Twitter. Hashtag, ich will das Lineal. Hey, bei mir kannst du sogar den Obsender hinschreiben, das ist kein Problem. Mist, Silvan weiß, wo ich wohne. Nein. So. Jetzt starte. Ja, genau. Starte schneller. Okay, nee, jetzt ist es zu langsam. Jetzt bin ich wieder weg. Kein Insta-Start. Lame. Mann, ich hab Trinken vergessen, egal. Bei uns hat's schon geschneit. Weißt du eigentlich, ob Domme nachher mitspielt? Ich hab ihn mal geschrieben, aber er hat sich dann anstatt mir zu antworten auf Abwesen gestellt, der Hurensohn. Ezio, ich hab Silvan schon gesagt, dass du Fanboy bist. So ziemlich der Größte. Wahrscheinlich, also Stalk-mäßig noch ein bisschen mehr als Night Army, also weit mehr als Night Army. Aber beim Fanboy-Haftigkeiten, Kaltigen, ist Night Army genauso weit wie du. Was? Was geht's jetzt? Um mich? Ezio. Holy fuck. Oh lel. Also ging's jetzt um mich? Oder um dich? Oder um was ging's jetzt überhaupt? Deine Mutter. Ach so, meine Mutter, okay. Dann bin ich ja was mit Schneider. Night Army ist ein Stalker? Nee, eben nicht, deswegen sage ich ja. Du hast mich verwirrt.
Alter, es ging um Night Army und Ezio und wer von denen der größere Stalker ist und wer der Fanboy. Ach Fanboy so. Ist Night Army definitiv so sehr wie Ezio, aber Stalker ist Ezio noch zusätzlich. Hallo. Ezio ist dein größter Fanboy. Was? Mit Night Army zusammen. Also Fanboyhaftigkeit schenken sie sich nichts, aber Stalker-mäßig ist der Ezio weiter vorne. Oder ist überhaupt Stalkig. Oh, get wrecked, Bro! Das ist süß. Ja, gell. Voll. Oh, du kleine Bitch. Mit deiner Orb. Verpiss dich mal. Junge. Der eine Typ mit seinem Avatar. Punkt Reprot. 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 Was? Nein, Reprot. Kennst du nicht den Reprot? Ich reprot dich. What? Ey, ich kill einen Typ und er spawnt direkt hinter mir wieder. Das ist doch nicht normal, oder? Das darf doch so nicht sein. Doch, darf es. Meine... Ja, Ezio ist der Stalkigste. Das ist ein ganz toller Begriff. Stalkig, Stalkiger am Stalkigsten. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, Ezio... What? War ich eine Zeit lang ja nicht mehr hier, oder? So ein Arsch. Zumindest... Get knifed, Idiot! Ich wusste, dass er mal da war. Aber ich habe ihn auch wieder vergessen dann. Und jetzt weiß ich, dass er jetzt wieder da ist, wusste ich, dass er mal da war. Nee. Dun, 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 dun. Oh, was? Noch so ein direkt. Was ich jetzt mit dieser Aussage sagen wollte, ich habe keine Ahnung. Bloß einfach erwähnt. Oh. Ja, kann gut sein. Und das Ergebnis war, dass Ezio der größte Stalker ist und beim Fanboy seine gleich auf seid. Genau, Yossi. Danke für die nette Zusammenfassung. Der größte Stalker zu sein. Ist das ein Achievement? Nee. Ich will der allerstalkigste sein. Wie keiner vor mir stalkt. What the? You little camping noobe! Danke für dich, Stalker. In was? Jeder Hinsicht negativ. Los? Hallo? Bist du eigentlich da? Lebt doch jemand? Hallo?
Kolos. Thank you.
Holy Mother! Sorry, das war jetzt ein bisschen länger als gedacht. Ich war am Telefonieren, es tut mir leid. Ja, ist schon okay. Ja, ja, mein Cousin hat angerufen und ich muss mal wieder so typische IT-Support leisten. Kennt man ja. Das Übliche.
Mein WC funktioniert nimmer, meine Festplatte wird nimmer erkannt. Was soll ich tun? Ja, und jetzt will er ihn vorbeibringen. Aue! Das muss jetzt fast in Hauptstunde telefonieren. Ja. Er hat halt so angefangen zu erzählen. Oh, ich hab das gemacht und dann hier und dann da und überhaupt und... Ich stopp im Laufen der Bande CSGO. Ich hab nebenher noch versucht, ein bisschen zu zocken. Bisschen. Ich hab's gemerkt. Ich wollte mich vor dir stellen. Ja, ich hab mir so gedacht, ah, da kommt das Silber an, wie schön. Opfer. Bin so fies, ich weiß. So. Jetzt, auch an die ganzen Leute, die die ganze Zeit zuguckt haben, wie ich telefoniere und nebenher zock. Tut mir leid. Blaui will übrigens mitzocken, Deathmatch. Kann man gleich noch ein bisschen einladen. What the? Was nimmst du noch deinen Invite an? Bitte? Irgendeinen anderen? Was? Zukunft. Invite? Oh. Aber dann verliere ich hier alles. Mein Bro schreibt mir auch gerade, ich will mitzocken. Ach, das war mein Bruder. Ja, Freunde einladen, hier. Kann ich nicht. Super. Warum ist mein Interface eigentlich wieder verbuggt? Bei mir ist alles schwarz. Und los. Was spielst du überhaupt? Ich sehe gar nichts. Deathmatch. Aber warum lädst du da niemanden ein? Es will niemand. Mein Bruder, hörst du mir zu? Welcher Bruder? Herrgott, Alparon, Bruder. Lukas. Meine Fresse, bist du dumm, echt. Ja, lass mich einfach das Spiel machen, du Honk. Achso, ja, nee, nicht blau, ich will mitspielen. Ich hab mich verlesen, ich dachte, das wäre da gewesen. Meine Fresse. Er kann ja eh keine Ranks mitspielen. Er will auch keine Ranks mitspielen! Verwirrst mich. Du bist so unfassbar dumm. Ich lade jetzt einfach einen Domme noch sinnlos mit ein. Du bist schon schwer von Begriff, gell? Jesus, Jesus, echt. Ah, was? Wettkampf? Du kannst keinen Wettkampf starten. Will ich doch auch nicht. Warum kann ich jetzt nicht mehr auf Go? Ach, so läuft schon. Und Dome will jetzt eine Rank spielen. Ich habe jetzt 10 Minuten Warm-up, okay, danke. Hat er gesagt? Ja, er hat mich er hat gesagt, ich soll ihn in den... Wettkampf-Lobby ändern. Welcher Wettkampf, sag ich da? No. Oh Mann. Ezio hat mich ausgelacht, weil ich die ganze Zeit am Verrecken war. Ja, tut mir ja arg leid, echt. Ich hätte es auch gern anders gehabt. Ah, was sind die Gegner? Nein, da war jemand. Da ist auch jemand. Ja. Wutz. Du Schniedelwutz. Okay, so. Jetzt hier wieder serious shit. Oh Gott. Oh mein Gott. Was sind das für Honks? Manchmal kann ich echt nur lachen über die Leute. Oh Mann. Oh, warte, vielleicht hockt Tom jetzt schon im Teamspeak und... Wartet. Ja. Herrgott. Ja klar, weißt du, wieso guckst du da nicht hoch? Hallo Dome. Hallo. Marmelade im Schuh. Alter, können die mal die fucking Fresse halten, diese Krüppelkinders? Ja nicht. Dumme Spastis, ey. Worum geht's? Deathmatch. Deathmatch. Useless voice use. Warm spielen müssen. Ja! Warm spielen. Alter. Ich kann ja schon so nix. Dann muss ich ja wohl jetzt wenigstens ein bisschen was lernen. Bisschen was üben. Oh mein Gott, da ist ein Engländer drin. Ich höre das genau, dass das ein englischer Dialekt ist. Ja, und ich höre gar nichts, weil ich den Sound gemutet habe. Ja. Denkst du den aber wieder anzumachen? Nee. Der schlapp im Rank dann eh automatisch wieder an. Meinte ich. Mein Bruder spielt mit Auge. Boop. Harter Noob, ja. Ja, Noob. Sechs neue Items. Boah.
Alter, wie du hart abgehst, Junge. Ja, richtig. Und die Tage sind giveaway. What the fuck? Wie hab ich dem so wenig Schaden gemacht? Beziehungsweise, wie hab ich dem nur so wenig Hits gegeben? Whatever. Whatever. Wer ist dieser andere Gollum? Das ist kein Gollum. Oha. Das ist mein Bruder Oha. Lukas. Oder auch Alparon hier. Das ist der Bruder, der im Erdgeschoss war. Ja. Das trifft voll gut. Der Bruder, der nicht mit mir auf einem Stockwerk wohnt. Der unter mir wohnt. Der Bruder unter mir. Ja, ich weiß nicht. Doch, er wohnt eigentlich schon relativ genau unter dir. Ja, er wohnt ganz genau unter mir. Ja, aber nee, dein Zimmer ist ja, glaub's, Größe ist doch... Ja, sein, okay, trotzdem ist sein Zimmer genau unter mir. Ja, eben. Und er sitzt ja, genau. sozusagen direkt ja. unter mir. What? What? Und dann hast du was mit der Southstream gemacht. Hm, was? Wurdest du wieder geduscht? LOL! Ich werde immer damit aufgezogen, ne? Auch in der Schule immer. Na, oh! Das. Du tust mir so leid, du Armer. Wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Also, das ist echt nett von deiner Mutter. Das ist einfach geduscht. Ja, oder? Guck mal, die nimmt mich und packt mich einfach in die Dusche. So, richtig. Ja. Mit Kleider vermutlich. Nee, ja, doch, ja, ich glaube schon. Danke immer noch für den M4-Skin, Silvan, gell? Der ist cool. Und auch den AK-Skin. Mit deinem Hyper-Beast-Skin. Yeah! Dead Track Factory natürlich. Hab ich dir natürlich geschenkt. Ja, normal. Was Zeus der in meine Richtung? Der. Oh, so ein Depp, echt. Folus hat jetzt auch eine Dragon Ball von mir geschenkt bekommen. Ja, normal. Wahrscheinlich, oder? Ja, ich hab's vorhin so kurz. Obwohl heute weißt du anschaut, während der Arbeit schnell einen Rank gespielt, Dragon Ball gezogen oder so. Okay. Auf dem Handy hab ich CSGO gespielt. Während der Arbeit. Während der Arbeit natürlich. Ich spiele kennt ihr dieses Spiel Case Clicker? Nö. Ich kenn Cookie Click. Ja genau, das ist auf dem Prinzip halt aufgebaut. Man kann, wenn du klickst, kannst du Kisten öffnen. Aha. Also Kisten kriegen. Ist es dann ein Spiel fürs Handy oder was? Ja, ja, und dann beim Klicken kriegst du auch noch Geld dabei. Und mit dem Geld kannst du halt Kisten öffnen, dann kannst du die gezogenen Waffen verkaufen. Kannst du später das Gamblen freischalten, dann kannst du gamblen so gegen Computer. Ich bin MGE übrigens, weil gerade Kotzkuchen nach dem Rang gefragt hat. Master Guardian Elite. What the fuck? Waren sie 5 bis 33% in Community? Aber unverdient, er ist eigentlich Silber 1. LOL! Was war das für ein abnormaler Headshot gerade? Ich hab geschossen, bevor der Typ da war! Und Dom ist Silber 2. Und ich bin Global Elite. Und Dom carry ich beide hoch. Klar. Ja. Das klingt doch logisch. Dom auf Silber und du carryst ihn hoch. Oh Gott, dann war er ja Silber 1. Thanks for carrying. Okay. Nee, er war Silber 2, du warst Silber 1. Ja, aber du hast Domme ja hochgezogen mit deinem Global Elite auf Silber 2 überhaupt. Ja, ich wurde eingerankt auf Global Elite. Das ist unmöglich. Das ist das Höchste, was man eingerankt werden kann. Techboy fragt, wie heißt die App? Die mit dem Klicken. Warte. Case, ich glaube Case Clicker, aber warte mal. Ja, Case Clicker. Klingt wie Cookie Clicker. Das klingt irgendwie so Cookie-Click im halt CS-Style irgendwie. Ja, Case richtig. So Case-Opening like CS und dann kommt da Waffen raus und dann... Ja, das ist genau so. Wow. Ja, bloß halt, ne? Klingt ja nicht so. Mega nice, echt. Herrgott, ich muss mein Handy wieder auf stumm schalten, das nervt so dermaßen. So, jetzt machen wir mit Freunden spielen. Ich mach ne Lobby auf, auf. Oh, Alter, camp nicht um mich rum, ihr scheiß Terrors. Dann laut mit den Silberspiel ein hier. Ja. Dann den Silberspiel. Ach, ich bin ja schon L.E. Boah, hast du mich hochgeboostet. Boah, Junge. Ja. Junge. Ja, richtig, ja. Plötzlich. Und Silvan hier mit seinem Smurf am Spielen wieder, weißt du? Ja, klar, ja. Ich kann. Komm mit deinem Helm, ganz Spaß. Ehrlich. Zeig mal den Leuten, wie gut du bist. Ich hol mal ganz kurz was zu trinken. Moment. Guck, Folus ist noch der Noob, er hat noch keinen goldenen Rahmen und seinen Rang. Oh.
Ja, zuerst ist er ja silbrig bei den Silberspielen, dann wird er blau von Nova bis zu MG und dann wird er goldig. Ich weiß gar nicht, ob Globalite noch irgendwas anderes hat. Zeig mal, wie Lukas aussieht. Seine Stimme ist krass. Wie kommt Ezio drauf, dass seine Stimme krass ist? Bruder, weil der Dumme, weil der Dumme das für deinen Bruder hält. Ja, nee, den du da zusätzlich hörst, das ist Staume. Der hier. Hi. Der hier. Das ist der coole Dumme, der chillige Dumme. Mit seinem Twitch-Promotion-Namen. Mit seinem only ein. Warum kann ich meine Farbe schon wieder nicht ändern? Fucking CSGO! Also ich möchte jetzt eigentlich keine Werbung in deinem Stream machen, aber ist halt mein Name, da machst mit der Map seid ihr einverstanden, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja. Mach Vertigo Office Italy und Assault und Militär raus und dann bin ich da zufrieden. Ohne Aztec. Aber Aztec ist okay. Aztec ist beste. Beste Map oder nicht? Du kennst Thomas nicht gerade noch zwei Leute. Boah, warte mal, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe keine Freunde. Ich habe schon allen wieder zugesagt. Wie kannst du nur Silvan? Nee, dieses Mal nicht. Aber den anderen haben wir ja vergrault, du Spasti. Ja, also ich wusste ja nicht, ja, weil du noch Teammates hattest. Spaß! Ja, der Vorles hat ihm halt versprochen, dass er mit uns spielen darf und dann hat er ein Full Team und dann konnte er halt nicht mitspielen. Dabei habe ich dem Typen von vornherein gesagt, dass er mitzocken darf und dann so, oh nö, doch nicht. Und dann ist er gegangen und jetzt kommt er nie wieder. Ach, so schade. du wusstest ja nicht mal, wie der spielt, das war vielleicht ein Troller oder so, nur weil er irgendwie so einen hohen Rang hatte. Ich hätte noch einen Goldnova Master. Nee. Der klang voll mindestens in Ordnung, der Typ. Und jetzt? Mindestens. Alles blöd wegen du. Senf ist ja egal. Bin halt abgehoben. Wobei Senf beendet gleich sein Spiel, vielleicht macht er noch mit. Ja, nachfragen. Epix wäre noch da, Sacred. Der wäre noch online. Oh, Graf Hi, Omega! Epic. Warte, der schreibt mich an! Nee! Hi, Graf Omega. Ist der da? Ich kann ja gucken, wie viele Spielstunden er hat, oder? Vielleicht Steam-Profil anzeigen? Er meinte doch, er hat 500 oder sowas. Dieses Profil ist privat. Das siehst du? Sag schon alles. Dann bin ich eigentlich generell schon gegen nur schon mit dem Random, auch wenn er einen hohen Rang hat. Es kann genauso sein, dass er einen Scheiß macht dann oder uns tötet. Ja, dann ist er nicht besser als irgendein Random. Eben, ja. Ja. Wir können Kollegen Bescheid sagen, wenn wir zocken und jetzt ist er nicht on. Gut. Ja, wir können ihn ja einmal jetzt mitnehmen, Alter. Was? Sicher nicht. Bist du wahnsinnig? Nee, ich will einen Sieg und kein Lux. Oh, du bist echt jetzt so ein Arsch. Abgehoben. Also er fragt jetzt zum zweiten Mal, beim ersten Mal habe ich ihm schon zugesagt. Mein Gott, komm rein, Junge. Ja, okay, wenn wir gern. Ja, Mike, ich hat auch nicht dich gemeint. Hast du Sam schon geschrieben? Ja, aber er hat noch nicht geantwortet. Hast du diesen Graf Omega oder ich kann ja niemanden einladen? Nee, du kannst einladen. Ja. Doch, du ich kannst Leute einladen. Nein, bei mir ist das Interface verbuggt. Wow. Ja, dann geh raus, dann komm wieder rein, ja. Du musst einfach zuerst ins Hauptmenü, du darfst nicht annehmen, während du im Spiel bist, weil dann ist alles schwarz. Ja, ich hab jetzt eh alles schwarz, das ist irgendwie nicht besser als. Obwohl, das hast du mein Highlight angeguckt. Nein. Was? Dämlich einfach. Ich werde direkt bei WhatsApp angeschrieben. Geil, du streamst wieder. Richtig geil. Ich lade einfach ein. Lade mich mal nochmal ein, Silvan. Du kannst auch einfach in Lobby einladen. Guck, Senf ist da. Senf ist in der Hut. Ja, dann sind wir jetzt voll, ne? Mit dem Awesome Stream. Stimmt's? Ja? Nein? Ja, nein? Ja? Danke für die Antwort. Wer schickt ihm noch die TSIP vielleicht? Oh ja, Sam, oh, wait, ich mach. Ich mag das. Auf Omega. So, schreib's einfach da mal rein. Nö. Nee. Viel einfacher. Die ist fake. Die schickt euch auf einen virenverseuchten Server. Oh, Elovin ist da. Und Omega schaut auch zu auf Twitch nochmal. Hallo an beide. Grüß Gott. Ah.
Also von mir aus. Alter, ich wollte grün sein, das ist nicht okay. Graf Omega, nee, nimm eine andere Skin Farbe. Viel mehr. Grün. Ich warte eigentlich noch, bis Senf ins Teamspeak kommt. Das ist eigentlich auf das, was ich gerade aktuell noch warte. Ja, Senf. Senf. Simpf. Simpf. Alles klar, tschüss. Das schreibe ich gerade Senf. Ja, jetzt okay, wir sollen warten. Ja, wir warten, ja. Was soll jetzt einfach ist die los? Er muss das Spiel neu starten, also keine Ahnung. Ah, komm, aber er hat schon 280 gewonnene Wettkämpfe, also das passt schon bei dem Graf Omega. Ja, okay. Okay. Was? Nein! Tschüss. Hey, wer ist das? Lulz. Keine Ahnung. Ach, hä, doch, Noah, das ist das Ding. Kyon Herial. Ja, wenn Senf darf nicht spielen, tut mir leid. Senf ist jetzt... Senf hat zu viel Ketchup dabei. Ah, Ezio muss gehen, weil lernen für Mathe. Grüß Silvan und Gollum von mir. Es ist kein Gollum anwesend, aber ja. Aber Grüße gehen raus an der Stelle. Grüße gehen raus an die ganze Welt. Jeden Einzelnen. Ich brauche eine gewisse Gustav, Hans, Jürgen, Dreh Matthias, einfach. Serafina. Oh. Alles ja. Unser Teamspeak auf so eine scheiß hohe Sicherheitsstufe sägt alle auf und ich verstehe nicht mal, was das bringt. Sahne gegen Bots und Spammer und Shit. Ja, und zum Beispiel, wenn du auf Links klickst, steht da, möchten Sie wirklich TS verlassen und auf diesen Link gehen? Sind Sie sicher? Das ist, ja, glaube ich, TS-Einstellung, nein? Klickst du auf OK? Sagst du. Doch. Das ist doch auf jedem TS so, oder? Weiß ich nicht. Weißt du, eine Zeit lang gab es solche Scams, wo dann immer so von wegen, ja, hier, dein Audiotreiber ist veraltet oder so, du bist im TS gejoint. Also ich habe das mal irgendwo gelesen. So irgendwelche Faker, die haben dich auf Steam angeschrieben und dann so von wegen, ja, komm auf das und das TS. Und dann bist du da hin und dann kriegst du so eine Meldung von wegen, ja, dein Audiotreiber ist veraltet, lade hier den neuen runter, irgendein virenverseuchter Link. Und du klickst drauf und bist der Arsch. Ist eine gute Idee, Alter. Am Arsch. Irgendwie muss ich ja eine Giveaway-Skins bekommen, ne? Techboy fragt, wow, und was bringt die App? Hä? Schon bei dem Namen müsst ihr klar geworden sein, dass es eine sinnlose App ist. Das ist halt, keine Ahnung, Zeit verschwenden, so in der Schule oder so, unterm Tisch einmal klicken, hätten. Mach ich zum Beispiel. Ah, Omega ist da im TS. Selbst der ist schneller. Ja, Senf, ey, Senf. Senf kann nix. User was moved to your channel. Guten Tag. Moin moin. Hallo. Ich bin der Golem. Bist du nicht? Oh Gott. Senf, wo bleibst du? Er ist doch da. Ja. Wow. Im Tees. Der schnellste von der Firma langsam. Senf. Senfius. Kommen wir immer noch nicht auf den TS. Gott, ist der dumm! Dann lass ohne starten! Dann nehmen wir das Ingame-Voice. Fuck off. Hab jetzt nicht ewig Zeit hier. Und Lust. Niemand merkt, dass da oben das Lineal die ganze Zeit am Sehen ist. Da. So. Was? Ich mach ein ultra sinnloses Giveaway. Ich war gestern am Pizza essen und hab's gestreamt. Das ist so sinnlos. Und dann auf jeden Fall. Was ist jetzt? Oh Gott, Tobi! GTFO! Und auf jeden Fall habe ich jetzt aufs Lineal meinen Namen draufgeschrieben und jeder wollte es haben. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich will mitmachen. Ich give this away. Ja, dann muss ich auf Twitter mir schreiben, Hashtag ich will das Lineal. Alles klar. Oh, hi Timo. Kann man jetzt dann er ist gekommen. Fangen? Ja, ja. Erklärt einer Senf mal, also Silvan, machst du das gerade? Ja, ja, ich schreibe gerade. Achso, okay. Er hat doch geschrieben, er kommt nicht auf TS. Der verfickte Fotze, Schwanzlutzender, Scheiß, Drecks, Huren, Mist, Kack, verdammter Spaß, Export Twitch, YouTube geht nicht, End of my life. Alles klar. War jemand in Rage, aber okay.
Ja, ich habe zum 25. Mal jetzt versucht, den Twitch-Stream zu exportieren und es geht nicht. Es geht nicht, egal was ich tue, es geht nicht. Senf. User was moved to Senf. Channel. Yeah. Hallo. Das glaubt man ja nicht. Hallo. In welchem Channel sind wir denn? Ich sehe uns gar nicht. Im schönen Channel. Da, wo die Fame Boys sitzen. Egal. Fang jetzt an, Silvan. Nee, ich hatte außerdem noch 32 gestellt und dann musste ich Sicherheitsstufe 32 gestellt und dann musste ich 2 Stunden und 20 Minuten warten und da habe ich die einfach nur abgebrochen und eine Sicherheitsstufe höher gestellt und dann ging's. Alter. Was auch immer. Nice. Ja. Alles außer das. Also Beschwerden bezüglich TS gehen alle an Sahne. Sahne. Mit dem TS nichts Wer ist das? In Sahne. Nicht, wenn du laut schreist, hört er dich, du Spast.